Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der neue Nutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Business, Internet, Online-Marketing, Video und nochmal wieder um die DSGVO. Beim OLG Köln hat ein Privatmensch geklagt und hat gesagt, ein Fernsehsender hat mich aufgenommen. Aber jetzt gibt es ja die DSGVO. So, und die ist ja auch vollkommen rechtsgültig. Das heißt, das KUG gibt es nicht mehr. Also Künstler-Urheberschutzgesetz hat seiner Meinung nach überhaupt keine Relevanz mehr. Nur die DSGVO, dann hätten die ihn fragen müssen, ob sie ihn aufnehmen. Haben sie nicht getan. Löschen, sagt er. So, damit ist er vor Gericht gegangen, hat geklagt. Das OLG hat gesagt, nö, sehen wir anders. Und leider Gottes aus zwei Dingen. Der Punkt 1 hätte gereicht. Also die haben gesagt, das KUG hat weiterhin Bestand. Das KUG, also Kunsturhebergesetz, ist sozusagen die Ausnahmeregelung nach § 85 der DSGVO, die den Ländern ermöglicht wird. Das heißt, jedes Land darf nach § 85 die einzelnen Dinge unterschiedliche Gesetze dafür auf den Weg bringen. Das haben viele Länder nicht. Deutschland hat dieses KUG aber schon sehr, sehr lange. So, und dann hat das OLG in Köln gesagt, ja, das ist halt so. Das KUG war vorher da, macht aber nichts, ist es konform. Und das ist quasi die Ausnahmeregel. Das hätte jetzt gereicht. Dann wären wir alle fein raus, hätten sagen können, alle, die vorher mit KUG wunderbar leben konnten, sauber Model-Releases gemacht haben, alles unterschreiben, ja, die können so weiterarbeiten. Nö, weil das Oberlandesgericht hat dann nochmal gesagt, und in der DSGVO, da gibt es ja eine Medienfreiheit. So, und da das jetzt ein Fernsehsender war, der zu den großen Medienanstalten gehört, können die sich auf die Medienfreiheit berufen. Das heißt, dass KUG theoretisch zwar so weiter existiert, aber explizit in diesem konkreten Fall wäre das ja so eindeutig, das war auch die einfachste Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, die haben ja die Freiheit der Medien, also Medienfreiheit, nicht künstlerische Freiheit, sondern Medienfreiheit. Das heißt, die dürfen tun und lassen, was sie wollen. Also die großen Medienhäuser, ob das nun Fernsehanstalten sind, ob das Medienverlage sind, die ganz großen, sobald so ein Verlag dahinter steht oder so ein Medienhaus dahinter steht, dürfen die tun und lassen, was sie wollen mit den Aufnahmen, mit den Gesichtern. Die dürfen aufnehmen, wie sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen. Weil das sieht diese Medienfreiheit vor. Und das hat man explizit nochmal in diesem Urteil mit reingenommen. Und das macht es für mich schwierig oder auch ein bisschen Stück weit wertlos. Weil klar, die Medienhäuser haben jetzt natürlich noch mehr Sicherheit. Nach diesem Urteil sind die doppelt gemoppelt, fein raus. Die können sagen, wir sind Medienhäuser, wir haben die Medienfreiheit, die ist noch bestätigt worden, wir können tun lassen, was wir wollen und ansonsten KUG beachten wie bisher. Die anderen Leute, also freie Journalisten, Fotografen, Leute, die immer schon nach KUG irgendwie ihren Kram gemacht haben, für die ist das Urteil zwar ein Silberstreif am Horizont, aber im Grunde genommen kann jetzt wieder bei jeder neuen Klage, kann wieder jeder Einzelne von irgendeinem Anwalt oder irgendeinem Richter wieder komplett gefickt werden. Weil das Ding ist einfach, jetzt heißt es, das KUG ist zwar nach wie vor, hat nach wie vor Gültigkeit, aber der Punkt ist jetzt einfach, dass dann wieder, weil ja keine Medienfreiheit existiert, abgewägt werden muss von den Richtern oder was weiß ich, ob das denn im Einzelfall auch tatsächlich das KUG anwendbar ist oder ob da nicht irgendwelche andere Paragraphen von der DSGVO noch wieder greifen. So, das heißt, hätte man diese Medienfreiheit komplett diese Scheiße rausgenommen und hätte sich nur auf die KUG berufen, wäre alles wunderbar gewesen, hätten wir alle wieder arbeiten können wie bisher. Da man aber so explizit nochmal auf diese Medienfreiheit eingegangen ist, weil das ja ein Sender war, der verklagt worden ist, heißt das nichts anderes als dieses Urteil ist in keiner Weise übertragbar auf irgendwelche anderen Klagen. C'est la vie, ist halt so. Ja, also ich bleibe auch dabei, wenn wieder was Neues kommt, wenn wieder was Spannendes reinkommt zur DSGVO, kommt es. Ansonsten möchte ich auch mal wieder ein paar Dinge beleuchten, die uns, die nicht aus der Vergangenheit sind. Weil DSGVO ist ja so eine Geschichte, DSGVO ist jetzt entstanden nach 20 Jahren Internet. Ja, also 20, 22, 25 Jahre turnen da schon Millionen von Menschen im Internet rum, haben tolle Business gemacht, tolle Sachen aufgebaut, jede Menge Sachen. Jetzt kommt die DSGVO, weil die gemerkt haben, oh, wir haben uns das am Anfang nicht so überlegt. Wir hätten vielleicht doch mal drauf gucken sollen, was da passiert. Wir hätten vielleicht doch mal ins Internet gehen sollen. So, und jetzt gibt es schon neue Dinge, die jetzt wieder starten. Dann wird es keine 20 Jahre dauern, vielleicht sondern nur 5 oder 10. Und dann werden die wieder sagen, ach ja, warum haben sie das damals nicht angeguckt? Und solche Sachen will ich mir demnächst mal angucken. Okay, das war's.